Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, Teil 2 meiner Serie Wie stricke ich meine Socken gezackt? Im Teil 1 habe ich die Geschichte hinter diesem Ganzen erzählt und auch, wie wir die Rüsche und das Bündchen stricken. Und nun möchte ich also das Schaftmuster stricken bis zum Beginn der Boomerang-Ferse. Das Muster ist ein Ajour-Muster und ich finde, dieses Muster können auch Strickanfänger bewältigen. Ich gebe mir jedenfalls Mühe, dass ich das Reihe Runde für Runde erkläre und jetzt hier also stricke. Dafür habe ich erstmal meinen Rundenzähler hier auf 0 gedreht. Mein Schaft benötigt jetzt insgesamt 44 Runden, wobei der Höhenrapport dieses Musters, der geht also einmal von hier bis hier, das sind 22 Runden und dann stricken wir ihn noch einmal, dann haben wir 44 Runden. Und den Rundenzähler drehe ich also immer, wie wir das jetzt hier schon vom Teil 1 kennen, immer dann, wenn ich vom Rundenende zum Rundenanfang übergehe, eins weiter, so dass ich mir das im Kopf nicht mehr merken muss und mich ganz und gar auf dieses Ajourmuster konzentrieren kann. Dann habe ich noch eine Kleinigkeit vorbereitet, nur so ein kleines Zettelchen hier. Ich lege hier also mal die 1 hin, denn jetzt stricken wir gemeinsam, wenn du magst, ich lade dich herzlich ein, die Runde 1. Der Mustersatz besteht aus 10 Maschen und da ich 60 Maschen auf meiner Nadel habe, stricke ich ihn nacheinander in einer Runde, also 6 Mal. So, der erste Mustersatz besteht für die 10 Maschen aus ganz einfach aus einer Masche links, 8 Maschen rechts. Sieben, acht Maschen rechts und eine Masche links. 10 Maschen sind gestrickt, das ist der Mustersatz. Und wie gesagt, den wiederholen wir jetzt. Also eine Masche links, 10 rechts. Acht rechts natürlich. Eine linke. Mustersatz beendet. Eine linke. Acht rechte. Und eine linke. Wir beginnen den Mustersatz wieder von vorn. Eine links. Acht rechts. Und enden den Mustersatz mit einer links. Beginnen mit einer linken, 8 rechte. Und enden den Mustersatz mit einer linken. Wir beginnen wieder mit einer linken, stricken 8 rechte. Und enden den Mustersatz mit einer linken. Und spätestens jetzt, wenn wir am runden Ende ankommen und das mit dem Mustersatz nicht aufgeht, dürften wir überlegen, ob wir irgendwo einen Fehler eingestrickt haben. Es passt, ich drehe meinen Rundenzähler 1 weiter. Die erste Runde ist gestrickt. Wir kommen zu Runde
2. Runde 2 beginnen wir wieder mit einer linken. Und jetzt arbeiten wir einen Umschlag, indem wir den Faden von hinten auf die Nadel nehmen und weiter stricken. Und zwar 6 rechte Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rechte Maschen. Wenn wir genau schauen, bleiben uns vor der linken jetzt noch 2 rechte und das ist auch vollkommen richtig, denn die werden wir jetzt rechts zusammenstricken. 2 Maschen rechts zusammen und der Mustersatz endet mit einer linken. Und wie ich bei Reihe 1 schon sagte, das wiederholen wir jetzt. Also wir beginnen mit einer linken, arbeiten einen Umschlag und stricken 6 rechte. Wir haben wieder noch 2 Maschen vor der linken. Die stricken wir wieder rechts zusammen und enden den Mustersatz mit einer linken. Eine links, ein Umschlag, 6 rechte. Zwei rechts zusammen und eine linke. Eine linke, einen Umschlag, 6 rechte, 2 rechts zusammen, eine linke, der Mustersatz ist fertig, der nächste beginnt mit einer linken, ein Umschlag, 6 rechte, zwei rechts zusammenstricken, eine linke, der Mustersatz ist beendet, wieder beginnen mit einer linken, ein Umschlag, 6 rechte, zwei rechts zusammen, einer linken, der Mustersatz endet und auch die Runde ist beendet. Also drehe ich eins weiter, 2 Runden sind gestrickt. Weiter geht es mit Runde 3. Und die stricken wir genau wie Runde 2. Wir beginnen also den Mustersatz mit einer linken, arbeiten einen Umschlag, von hinten den Faden auf die Nadel nehmen und stricken 6 Maschen rechts. Auch den Umschlag, das wird eine Masche, die dann zu einem Löchlein wird, die stricken wir also als erste Masche rechts. Eine Masche rechts, 2, 3, 4, 5. 6 haben vor der letzten linken hier noch 2 Maschen, die wir rechts wieder zusammenstricken und beenden den Mustersatz mit einer Masche links. Ja, und wie ich schon sagte, immer wiederholen. Links ein Umschlag. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 rechts zusammen, eine linke, Mustersatz fertig, wieder von vorn. Links ein Umschlag, rechte Maschen, 6 Stück. 2 rechts zusammen und eine linke.
Ich denke, dieses Prinzip oder hoffe zumindest, dass dieses Prinzip jetzt so ersichtlich ist. Wir stricken jetzt also in diesem die Runde 3 fertig und wir stricken genau immer wieder diesen Mustersatz. Also immer wiederholen. Eine links, ein Umschlag, 6 rechte. Zwei rechts zusammen und enden den Mustersatz mit einer linken. Bitte immer wiederholen und dann bilden sich hier aus diesen Umschlägen die kleinen Löcher. In der vierten Runde begegnet mir am Ende der ersten Nadel folgende Situation. Ich habe die erste Masche schon links vom Mustersatz gestrickt, nehme dann noch wieder einen Umschlag, stricke 6 Maschen rechts. 1, 5, 6. So, nun habe ich hier nur eine Masche, 2 müssen zusammengestrickt werden und dann hänge ich mir diese Masche auf die folgende Nadel, stricke die beiden Maschen rechts zusammen und stricke jetzt noch als Abschluss die linke Masche. Und da ich jetzt gerne diesen Mustersatz hier zusammen haben möchte, weil mich das in den nächsten Reihen begleitet und ich das sehr, sehr viel besser dann handeln kann, stricktechnisch, deshalb hänge ich mir das jetzt mal um. Allerdings ist es ganz, ganz wichtig, dass wir dadurch jetzt unterschiedliche Maschenzahlen auf den 4 Nadeln haben. Und spätestens, wenn wir die Bumerangferse stricken möchten, müssen die Maschen wieder unbedingt gleichmäßig verteilt sein. In diesem Bereich nicht so sehr, weil es erleichtert uns die Stricksituation. Natürlich kannst du es gerne immer anders handeln. Ich möchte es nur erwähnen. Für mich ist es so einfacher. Und ich denke dann, wie gesagt, in dem nächsten Schritt an der Bumerangferse dann da dran. Und ich möchte auch noch einen kleinen Tipp abgeben, der fiel mir eben gerade so ein. Also erste Masche links des Mustersatzes und gehen wir jetzt mal davon aus, ich merke jetzt noch nicht mal in meinem Strickfluss, dass mir jetzt hier der Umschlag fehlt. Normal würde ich es jetzt sehen, es ist kein Umschlag da, ich stricke Masche. Dann muss ich bitte nicht ribbeln und ich muss auch nicht zurückstricken. Fahre hier in das untere Maschenglied ein, hier genau zwischen der linken und der folgenden Masche, fahre ich jetzt hier in mein Maschenglied ein, hole mir diesen Arbeitsfaden und hänge ihn mir so auf die Nadel, so rum. Nicht so rum. Wenn ich ihn dann stricke, würde ich hier zustricken. Ich kann es auch so rum arbeiten. Das funktioniert auch. Es muss hier immer ein Loch ergeben. Das ist ganz wichtig. So, also stricke ich jetzt wieder 6 rechte. Zwei rechts zusammen und eine linke. So. Jetzt habe ich hier auf der ersten Nadel, wie eben erwähnt, mehr Maschen als auf der zweiten. Und dieselbe Situation begegnet mir gleich bei Nadel 3 und 4, wie ich das erzählt habe. Fürs Stricken ist es jetzt erstmal leichter mit immer diesen Maschen umhängen. Und Bumerangferse, Achtung, Maschen gleichmäßig verteilen. Nur da sind wir ja noch nicht. Jetzt geht es erstmal weiter, bis wir Runde 11 fertig gestrickt haben. So, ich habe meine 11 Runden in diesem Muster gestrickt. Ich denke, man kann das jetzt hier auch schon erkennen. Ja, doch, ne? Die zusammengestrickten, also vorne immer die kleinen Löcher und die zusammengestrickten. Und jetzt wollen wir so rum haben wir gearbeitet und jetzt wollen wir in die
entgegengesetzte Richtung stricken. Und dafür arbeiten wir jetzt erst einmal die Runde 12. Wir stricken sie wie die Runde 1. Und zwar eine linke, 8 rechte. 1, 7, 8 rechte und enden den Mustersatz mit einer linken. Wieder eine linke, 8 rechte, 1 linke. Die Runde so vervollständigen. Runde 12 ist beendet. Weiter geht es mit Runde 13. Und jetzt kommt wieder der Mustersatz mit Umschlag und Zusammenstricken, aber anders als wir es vorhin gestrickt haben. Wir arbeiten den Mustersatz jetzt wie folgt. Eine linke und arbeiten jetzt zwei zusammen, aber nicht rechts gestrickt wie vorhin, sondern wir heben ab, eine rechts wie zum Rechtsstricken abheben, die folgende Masche rechts stricken und die abgehobene drüber heben. 6 Maschen rechts stricken. 6 Maschen rechts stricken. Einen Umschlag arbeiten und den Mustersatz mit einer Masche links beenden. Wir starten den Mustersatz von vorne. Eine links, zwei zusammen, indem ich die erste Masche wie zum Rechtsstricken abhebe. Eine Masche rechts stricke und die abgehobene über die gestrickte ziehe. 6 rechts. 1 Umschlag und enden den Mustersatz mit einer Masche links. So, und das arbeiten wir jetzt in der Runde. Runde 13 habe ich beendet, es folgt Runde 14 und der Mustersatz wird immer jetzt so weitergearbeitet in der Runde rundherum und auch in den folgenden Reihen, also in den folgenden Runden, immer wiederholen, bis die Runde 22, ja, die Runde 22 beendet ist. Also, ich beginne wieder mit einer linken, stricke wieder zwei zusammen, indem ich die erste abhebe, rechts stricke, die abgehobene drüber ziehe, 6 rechte, 5 den Umschlag als sechste, einen neuen Umschlag nehme, eine linke. Mustersatz beendet. Eine linke, wieder zwei zusammen, die erste dafür wie zum Rechtsstricken abheben, Rechtsstricken, abgehobene über die gestrickte ziehen, 6 Maschen rechts, 6 ist der Umschlag, den ich stricke. Ich nehme einen neuen Umschlag auf und stricke wieder eine linke. Das wiederhole ich, wie gesagt, bis ich Runde 22 beendet habe. Runde 22 habe ich beendet. So präsentiert sich gerade mal meine Arbeit. Und nun brauche ich noch einmal diese gesamten 22 Runden, damit ich auf die Schaftlänge komme. Das heißt, nun stricke ich all das Runde 1 bis 22 noch einmal ganz genau so. Dann hat mein Schaft insgesamt 44 Runden. Und das zeige ich euch, wie das aussieht, dann in Teil 3. Und da stricken wir dann auch gemeinsam die Bumerangferse. Bis dahin viel Spaß beim Stricken. Bis dann.